Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. Wir machen mit Ihnen jetzt einen Rückblick auf das Jahr 2018 und das ist alles passiert. Kraftwerk Diesbach vom Speicher zum Pumpspeicherkraftwerk. 90 Jahre sauberes Trinkwasser für die Stadt Salzburg aus Glaneck. Und auch diesmal gibt es wieder einen Energiespartipp der Salzburger AG für Sie. Im Herbst 2018 ist das Kraftwerk Diesbach im Pinzgau als Pumpspeicherkraftwerk wieder ans Netz gegangen. Eine ausführliche Reportage über die Erweiterung vom Speicher zum Pumpspeicherkraftwerk und das in Rekordzeit sind Sie jetzt gleich zu Beginn unseres Jahresrückblicks. Der Pinzgau ist seit eh und je der Strompionier im Bundesland Salzburg. Dort, wo einst Salzburgs erster Strom erzeugt wurde, spielt er auch heute für die Wirtschaft der Region noch eine wesentliche Rolle. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand das Fuscher Bärenwerk. Als erstes landeseigenes Großkraftwerk. Es machte den Raum um Zell am See mit einem Schlag zu einem der am besten mit Elektrizität versorgten Gebiete Österreichs. Allerdings hatte Strom als Luxusgut mit erheblichen Absatzproblemen zu kämpfen. Nach dem Kraftwerk Bärenwerk folgte in den 60er Jahren das Kraftwerk Diesbach, das durch die rekordverdächtige steile Druckrohrleitung das Markenzeichen der Region wurde. Erbaut im Jahr 1964, gilt es auch heute noch als bauliches Meisterwerk. Die enormen Wassermassen, die über 700 Meter in die Tiefe stürzen, stellen bis heute für das Krafthaus und die Turbinen eine Herausforderung dar. Es war voll schlimm, wenn es keinen Strom gab, weil sonst könnte die auch nicht mit meinen Freunden über WhatsApp oder so schreiben. Dann könnte die nichts nähen und dann könnte die nichts backen. Und am Abend müsste die ein Buch lesen und dann könnte die auch nicht Fernsehen schauen. Also das war schon schlimm. Und es gab halt keine Ohrringe und keinen Schmuck und man konnte sich die Haare halt nicht glätten oder lockig machen. Und dann könnte man auch nichts Haares bei einem Herd machen oder so, halt meine Mama. Wir wissen, dass wir in Zukunft mehr Energie benötigen. Das heißt, es muss auch mehr Energie nachhaltig in Salzburg produziert werden. Allerdings kann man Kraftwerke nicht an jeder x-beliebigen Stelle bauen und der Platz im Bundesland Salzburg ist größtenteils ausgeschöpft. Aus diesem Grund setzt die Salzburger AG auf die Flexibilisierung bestehender Kraftwerke, wie man am Beispiel Diesbach im Pinzgau nahe Saalfelden sehen kann. Beim Diesbach-Kraftwerk funktioniert es halt so, dass da oben ein Stausee ist. Wenn man halt Strom braucht, lässt man das Wasser runter. Unten ist eine Turbine und durch die Drehbewegung erzeugt dann halt der Generator Strom. Und der Strom wird dann über die Stromleitungen im ganzen Pinzgau verwendet. Und das Wasser, was halt runtergeflossen ist, durch die Turbine kommt dann unten in den Stausee, im zweiten. Und wenn man es wieder braucht, pumpt man es einfach wieder auf und kann es dann nochmal hernehmen. Im Frühjahr 2017 gab es für die Erweiterung zum Pumpspeicherkraftwerk den Spatenstich und den Beginn einiger Herausforderungen, wie wir noch sehen werden. Aber jetzt alles der Reihe nach. Ganz allgemein und global war der Zeitdruck, den wir hier bei diesem Projekt hatten, enorm. Also wir haben die gesamte Anlage vom ersten Spatenstich bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme innerhalb von 1,5 Jahren abgewickelt. Also das ist die Zeit, wo man normalerweise ein Einfamilienhaus baut. Als erstes wurde mit den Arbeiten an der Pumpenhalle begonnen. Das Fundament wurde gemacht und das Gerüst der Halle gefertigt. Danach ging es schon mit der Lieferung der sogenannten Windkesseln los.
Diese Windkessel sind in der Pumpenhalle situiert worden. Das sind über 20 Tonnen schwere Stahlteile. Die mussten wir über die Pumpenhalle einheben. Sie haben dann im Endeffekt die Funktion, Druckschwankungen auf das Rohrleitungsnetz zu minimieren. Und dieses Einheben der tonnenschweren Windkesseln war eine komplizierte Geschichte. Millimetergenau wurden die Kesseln an ihren Standort gehoben. Ein Nervenkitzel für alle Beteiligten. Im Herbst 2017 wurde der Stausee im Steinerne Meer entleert. Dadurch konnte man zum Stollensystem vorrücken und dieses mittels Sprengungen erweitern. Danach ging es ans Unterbecken. Das Unterbecken hat die Funktion, das Wasser nach der eigentlichen Stromerzeugung zu speichern, um es später bei Bedarf wieder zum Stausee zu pumpen. Und das Besondere am Unterbecken, das wir da sehen, ist, dass es zu seiner Umgebung nicht abgedichtet ist. Das heißt, wenn wir mit dem Beckenpegel uns unter Grundwasserniveau befinden, ziehen wir Wasser aus der Umgebung ein, das wir zur Energiespeicherung zusätzlich nach oben pumpen können. Wenn wir uns dann mit dem Pegel wieder über Grundwasserniveau befinden, geben wir wieder Wasser an die Umgebung zurück. Das Becken, so wie wir es jetzt sehen, ist auf Stauziel und so haben wir einen Nutzinhalt von ungefähr 37.000 Kubikmetern. Im Turbinenbetrieb fließen maximal 4 Kubikmeter pro Sekunde in das Becken zu und im Pumpbetrieb können wir maximal 3,3 Kubikmeter pro Sekunde entnehmen und nach oben befördern. In der neu errichteten Pumpenhalle wiederum wurden 24 Pumpen zu einer Matrixpumpe installiert. Eine dieser Pumpen hat eine Leistung von ca. 1,23 Megawatt. Wenn alle laufen, bekommt man 3,3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde Richtung Stausee. Das entspricht ca. 22 Badewannen pro Sekunde. Bei einem normalen Pumpspeicherkraftwerk installieren Sie eine oder wenige große Pumpen und Sie haben das Problem, dass diese Anlage nicht regelbar ist. Sie können die Pumpen entweder ein- oder ausschalten, aber nicht in ihrer Leistung regeln. Und wir haben hier ein komplett neues Konzept, das unseres Wissens noch nie angewendet wurde, zur Anwendung gebracht. Das heißt, wir haben 24 Pumpen genommen und durch Ein- und Wegschalten jeder einzelnen Pumpen hat man ein extrem hohes Leistungsband der Anlage und kann schnell und flexibel an die Bedürfnisse des Markts reagieren. Bis Mitte April wurden dann die Arbeiten am Unterbecken abgeschlossen. Büsche wurden gesetzt und für die Natur eine Ausgleichslandschaft angelegt. Es ist voll super, dass es Strom gibt, weil man dadurch Fernsehen schauen kann. Weil es Strom gibt, ist es voll super, weil jetzt kann man mit dem Elektroauto rumkurven. Einen Computer kann man benutzen. Seit Herbst 2018 ist das Kraftwerk Diesbach wieder im Vollbetrieb und erzeugt wie eh und je sauberen Strom für die Region. Danke, dass es in Pinzgau sauberen Strom gibt. Yeah! Im Jahr 2018 gab es aber auch ein Jubiläum zu feiern. Es geht um die Wasserversorgung der Stadt Salzburg, die schon seit 90 Jahren über Glanegg gesichert ist. Qualitativ hochwertiges, sauberes Trinkwasser kommt täglich über ein knapp 900 Kilometer langes Leitungsnetz in die Salzburger Haushalte. Das meiste Trinkwasser für die Landeshauptstadt kommt übrigens aus Glanegg und St. Leonhard am Fuße des Untersbergs. Aus diesem Grund machen wir uns auf den Weg Richtung Grödig, südlich der Stadt Salzburg, um dort in Glanegg Heinrich Gernigl zu treffen. Am Gelände der Salzburg AG geht es gleich ins Pumpwerk 6. Dort steht eine der Pumpen, die das Wasser über eine 6,5 Kilometer lange Leitung auf dem Mönchsberg und Kapuzinerberg pumpt. Von dort wird das Wasser auf die Stadt Salzburg aufgeteilt. In Glanegg wird das Wasser übrigens aus dem Grundwasser gewonnen. Das Grundwasser muss man sich so vorstellen, der Niederschlag versickert im Boden. Vom Untersberg gibt es unterirdische Versickerungen. Und es ist wie ein großer See, der mit langsamer Geschwindigkeit Richtung Norden, Richtung Salzburg hin entwässert. Und aus diesem riesigen See entnehmen wir über Brunnen das Wasser. Um genügend Wasser liefern zu können, wird in Glanegg zusätzlich Untersbergwasser beigemischt. Dieses Untersbergwasser versickert dann ebenfalls bis zum Grundwasser. Das Versickern ist wichtig, weil der Untersberg aus Karststein besteht und somit kein völlig reines Wasser hervorbringt. Ist das versickerte Wasser mit dem Grundwasser vermischt, fließt dann richtig sauberes Trinkwasser in die Brunnen in Glanegg. Wir haben hier diesen Schacht, 31 Meter tief,
Am Fuße gehen die Horizontalfilterrohre hinaus. Über die kommt das Grundwasser in den Schacht hinein, spiegelt auf, so hoch wie der Grundwasserspiegel ist. Und über diese hier grün eingezeichneten Rohrleitungen und Pumpen wird das Wasser zum Hochbehälter am Mönsberg und Kapuzinerberg gefördert. Auch das versickerte Wasser des Rosittenbaches trägt zum Wasserreichtum bei. Und dieses System gibt es jetzt schon seit 90 Jahren. 1928 hat man hier in Glaneck begonnen. Die Trinkwasserversorgung war ursprünglich auf Quellversorgung ausgerichtet. Und man hat gemerkt, der Verbrauch in der Landeshauptstadt steigt immer wieder an. Und daher hat man dann gesagt, wir brauchen weitere Wasserquellen und hat hier ein ergiebiges Grundwasserfeld in Glaneck gefunden und hat ursprünglich mit einem Brunnen begonnen, der hat heute auch die Bezeichnung Brunnen 1 aus 1928, wo er wasserrechtlich bewilligt worden ist, der heute nach wie vor in Betrieb ist. Und wir haben da eine wasserrechtliche Befristung gehabt und dieser Brunnen, da haben wir jetzt wieder um Wiederverleihung dieses Wasserrechts angesucht. Und wenn schon so viel Wasser fließt, dann kann man auch gleich Strom damit erzeugen. Das hat man auch schon im Jahr 1928 so gemacht. Die alte Turbine hat allerdings schon ausgesorgt. Und im Jahr 2000 haben wir hier eine moderne Pelton-Turbine neu errichtet. Wir erzeugen hier ungefähr 520.000 Kilowattstunden im Jahr. Und diese Energie speisen wir hier in Glaneck ein und verbrauchen sie selber wieder für unseren Pumpbetrieb und unseren Betrieb hier im Grundwasserwerk. Die alte Turbine befindet sich übrigens im Wasserspiegel, dem Wassermuseum der Salzburger AG am Mönchsberg. Dort gibt es auch aktuell eine Sonderausstellung, das Ganze noch bis Oktober 2018. Energieeffizienz ist bei uns in der Salzburger sehr, sehr wichtig. Und aus diesem Grund gibt es auch die Energieberatung für Privathaushalte und natürlich auch für Gewerbebetriebe. Wie das zum Beispiel in einem Skigebiet aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Land Salzburg und die Salzburger AG gehen in Sachen Klimaschutz Richtung Zukunft. Ziel ist es, bis 2050 ein klimaneutrales und energieautonomes Bundesland zu sein. Energieeffizienz und Klimaschutz wird also hier bei uns im Bundesland großgeschrieben und aus diesem Grund gehen auch hier die Salzburger Skigebiete mit einem guten Beispiel voran. Was wir als Bergbahnen dazu beitragen können, das ist halt an unseren Anlagen, das so effizient wie möglich zu gestalten und natürlich bei Anschaffungen vielleicht ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen, aber dann in Zukunft Einsparungen damit zu erzielen. Ja, die Salzburger Lift- und Seilbahnunternehmen leisten bereits seit einiger Zeit sehr viel zum Thema Energieeffizienz, indem bei der technischen Beschneiung Anlagen eingesetzt werden, die viel weniger Energieeinsatz benötigen und um ein Vielfaches mehr an technischem Schnee erzeugen können, als wie noch vor einigen Jahren. Hätte man nicht schon vor 10 Jahren mit dem Energiefeintuning in Leogang begonnen, hätte man heute mit Sicherheit den doppelten Verbrauch. So wurde unter anderem in einen neuen Speicherteich investiert, um nicht das Wasser für die Beschneiung vom Tal auf den Berg zu pumpen. Bei den Seilbahnen wurden teilweise neue Motoren eingebaut und auch die Wärmerückgewinnung spielt eine große Rolle für die Energieeffizienz. Ja, wir sind da in der Werkstätte der Leoganger Bergbahnen, da werden hauptsächlich unsere Pistenraupen und Fahrzeuge gewartet. Und damit man dann nicht in der Kalten arbeiten muss und der Philipp recht angenehm arbeiten kann, verbraucht man da die Energie der Wärmerückgewinnung der Mittelstation. Innovatives gibt es übrigens auch beim zentralen Druckluftkompressor der Beschneiungsanlagen. Was da innovativ ist, es ist erstens einmal ein IE4-Motor drin, das heißt Energiesparmaschine mit Frequenzumrichter. Und die Art der Rückkühlung ist hier eine besondere, das funktioniert nicht über Luft, sondern über Wasser. Und wir können wieder Retourspeisen in ein Heizsystem, das wir da integriert haben. Beschneiungslanzen sind übrigens effizienter als Schneekanonen. Die jährliche Stromersparnis beträgt hier in Leogang zum Beispiel 310.000 Kilowattstunden, also der Stromverbrauch von etwa 105 Haushalten. In den letzten Jahren wurde also viel in die Umwelt investiert. Unterstützung kam hier von der Firma Sattler Energie Consulting, dem Umweltservice Salzburg und auch der Salzburger AG. Die Herausforderung gerade bei einem Projekt im Bereich von Liftbetrieben ist die, dass das Ganze sehr komplex ist, sehr ausgedehnt ist und sehr viele Zusammenhänge zu beachten sind. Das Gebiet ist sehr groß und das muss alles zusammenspielen, damit da eine optimale Lösung herauskommt.
Ja, die benötigte Energie, die die Salzburger Seilbahn- und Liftunternehmen benötigen, wird zu 100% aus erneuerbarer Energie von der Salzburger AG zur Verfügung gestellt. Ja, was jetzt noch neu ist, ist das, wir bieten den Salzburger Seilbahn- und Liftunternehmen eine komplette Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an. Dies gilt aber nicht nur für Seilbahn- und Liftunternehmen, sondern auch für die gesamte Hotellerie in Salzburg. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie natürlich auch auf der Webseite der Salzburger AG. Von der Skipiste wieder zurück in die Stadt Salzburg, in der Alpenstraße. Dort gibt es nämlich eine der modernsten Leitstellen Europas und somit sind wir in der Obus-Leitstelle der Salzburger AG gelandet und zeigen Ihnen jetzt das Zusammenspiel. »364. Auf Höhe Künstlerhaus ist ein privater Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Es wird sicherlich zu einem größeren Stau kommen.« Da sind Personen auch zu Schaden gekommen?« »Also ich habe keine verletzten Personen gesehen.« »Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines privaten Verkehrsunfalls im Bereich Justizgebäude Künstlerhaus kommt es in diesem Bereich zu...« »Radio Salzburg Verkehrsinformation, auf der Hellbrunner Straße stadteinwärts ist ein Unfall passiert.« Auch wie hier in schwierigen Situationen dirigiert die Obus-Leitstelle, also die Kommandozentrale, die Obusse durch die Stadt Salzburg. Dass der Job eines Disponenten nicht immer leicht ist und mit welchen Problemen sie täglich konfrontiert werden, erfahren wir noch etwas später. Um eine möglichst genaue Situation von Salzburgstraßen zu bekommen, wird ein Datenmix aus Bordcomputer und Satellitenortung zur Hilfe genommen. Die erhaltenen Informationen werden in der Kommandozentrale verarbeitet, um die Fahrzeuge zu disponieren. Auch die Echtzeitinformation über Stelen, Monitore und die Obus-App Quando läuft über dieses System. Also wir sind hier in unserer Obus-Leitstelle in dieser Form, wie wir sie die Leitstelle hier sehen, gibt es bereits seit 5 Jahren. Es ist das modernste System, was zurzeit am Markt verfügbar ist und hier läuft alles zusammen. Und von hier aus werden die Fahrzeuge, sind 96 Stück zur Spitzenzeit, und die 180 Fahrerinnen und Fahrer koordiniert und damit der Linienverkehr draußen reibungslos im Stadtgebiet abläuft. Neues gibt es bei dieser Leitstelle, diese Ad-Hoc-Umleitung und diese Online-Umleitung, also vorgegebene Umleitungen, wie sie im System eingepflegt sind, und auch Ad-Hoc-Umleitung, das heißt, wenn kurzfristig eine Straße gesperrt ist, kann der Disponent sofort eingreifen. In der Leitstelle werden alle Daten digital und in Echtzeit seit 5 Jahren verarbeitet und für die Fahrgäste zur Verfügung gestellt. Zum Wohlwollen natürlich unserer Fahrgäste, denn wir wissen genau, wo die Busse unterwegs sind und werden auch am Bildschirm angezeigt. Und ein Paradebeispiel ist da hinten der Stadtplan, wo genau die U-Busse im Stadtgebiet unterwegs sind. Seit 5 Jahren ist die Software also nun schon im Einsatz. Die Staus in der Stadt Salzburg durch den Individualverkehr und die damit verbundenen Verspätungen der U-Busse können die Computer allerdings nicht auflösen. Bestes Beispiel dafür war letzten Freitag der Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn. Die Pkw sind ins Stadtgebiet gefahren, die Stadt ist übergegangen im Verkehrsstau. Und da sind natürlich die Disponenten dementsprechend gefordert, das 10-Minuten-Intervall aufrechtzuerhalten, soweit wie möglich natürlich. Doch neben all den täglichen Herausforderungen auf Salzburgstraßen gibt es natürlich auch ein paar Heldengeschichten. Also eine lustige Geschichte war zum Beispiel beim letzten Mal, der Fluggast hat das Handgepäck vergessen, da waren die Flugtickets drinnen, er hat bei uns angerufen, wir haben sofort reagiert, Funkdurchsage gemacht und der nächste Obus hat die Flugtickets im Bus gehabt und der Fahrgast hat es abgeholt und konnte glücklich nach Hause fliegen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeitet das Team in der Obus-Kommandozentrale täglich an der Pünktlichkeit der Fahrzeuge und an der Kundeninformation. Eines steht fest, gäbe es den Obus nicht, hätte Salzburg eine CO2-Mehrbelastung von mehreren tausend Tonnen. Sollten Sie Interesse am Job des Obuslenkers haben, dann melden Sie sich doch ganz einfach bei uns. Wir suchen nämlich laufend qualifizierte Kolleginnen und Kollegen. Wir machen jetzt allerdings einen Themenwechsel und kommen zu den Energiespartipps der Salzburger AG. Wenn in Ihrem Gefrier und in Ihrem Kühlschrank nicht nur Speiseeis wohnt, dann sollten Sie jetzt gut aufpassen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Enteisen den gesamten Gefrierschrank ausräumen und die Rückwand etwas antauen lassen. Dabei kann Ihnen ein Föhn helfen. Nach einigen Minuten können Sie das Eis ganz einfach entfernen. Die Energiespartipps der Salzburger gibt es übrigens auch 2019 wieder. Jede Menge Action wiederum gab es im Herbst 2018 hier bei uns im Bundesland Salzburg. Da wurden nämlich die Freileitung-Stromtrassen winterfit gemacht.
Dass das bei einem Sturm oder Orkan nicht passiert, müssen die Freileitungstrassen regelmäßig kontrolliert und vor allem auch ausgeschnitten werden. Wichtig ist, dass keine Äste über die Leitungen wachsen, die dann im Winter durch die Schneebelastung in die Freileitung hängen oder fallen. Das Ausschneiden der Trassen findet je nach Gebiet regelmäßig statt. Wir haben eine Freileitungstrasse, die durch ein Waldgebiet führt. Und links und rechts müssen diese Waldschneisen dann mit 6 Meter freigeschnitten werden. Wir haben dann eine durchgehende Trasse mit 12 Meter. Und die soll mit dieser Säge bis an die Baumkronen freigeschnitten werden. Ja, die Säge wurde eigens gebaut für diese Sachen. Die Fliegerei ist eine spezielle Fliegerei. Es ist ein bisschen anders als der normale Transport. Es ist nicht unbedingt präzise, aber halt ein bisschen mehr Konzentration braucht. Es ist einfach vom Fliegerischen ein bisschen anspruchsvoller und anstrengender. Und dadurch sind wir ja limitiert mit der Flugzeit, als wäre die normale Fliegerei. Also es ist recht ruppelig. Er ist voll konzentriert unten, dass er die Säge im Griff hat, dass er nicht zur Leitung kommt. Und deshalb schwankt der Hubschrauber so, dass der nicht schlecht wird. Also einen letzten Wagen soll es nicht haben. Trotz aller Herausforderungen ist das gesamte Team bemüht, einen sicheren Job zu liefern. Mit einem normalen Helikoptereinsatz ist das allerdings nicht vergleichbar. Nein, man hat hin und wieder, dass die Säge einmal in einem dicken Ast hängen bleibt. Das hat man schon, dann muss man es halt abstellen und schauen, dass man es wieder mit der Technik rausbringt. Aber ansonsten haben wir das gut gemacht. Um die Versorgungssicherheit zu garantieren, finden diese Arbeiten regelmäßig im Bundesland Salzburg statt. Besonders im Winter ist Energieeffizienz ein gefragtes Thema, und dass sie die Wärme nicht buchstäblich durch die Decke heizen, gibt es den Klimabonus oberste Geschossdecke. Übrigens auch im Jahr 2019. Jetzt oberste Geschossdecke dämmen und Förderungen kassieren, so lautet derzeit unser Motto, denn die oberste Geschossdecke spielt für den Gesamtenergieverbrauch eines Gebäudes eine wesentliche Rolle. Denn warme Luft steigt auf und beheizt ungewollt den ungedämmten kalten Dachboden. Das bedeutet, in der obersten Geschossdecke haben wir Wärmeverluste, die von unten, von den Wohnräumen herkommen. Und ähnlich wie es bei einem Kochtopf ist, wo man weiß, dass ich ohne Deckel wesentlich mehr Energie verbrauche, geht auch da die Wärme verloren in den Dachboden, wo sie ja ungenutzt nach außen entweicht. Mit einer Dämmung können Sie bis zu 15% der Heizenergie für das gesamte Gebäude einsparen, den Wohnkomfort merklich steigern und die Gefahr der Schimmelbildung reduzieren. Als Materialien wird Polystyrol verwendet, das ist das billigste Material, muss aber dann abgedeckt werden mit einer brandfesten Platte. Das Polystyrol am besten in 2 Schichten, die überkreuzt verlegt werden. Man kann allerdings andere Materialien auch verwenden, zum Beispiel Mineralfaser. Mineralfaser ist von Haus aus nicht brennbar. Da bräuchte ich nicht einmal Abdeckung drauf. Wobei, das muss man hinterfragen bei den Gemeinden, weil der Brandschutz ist Gemeindesache. Angesichts der relativ geringen Investitionskosten stellt die Dämmung der obersten Geschossdecke eine der effektivsten Energiesparmaßnahmen dar. Der Einsparungseffekt hängt jedoch wesentlich vom ursprünglichen Deckenzustand, von der Dämmstärke und der Qualität des verwendeten Dämmmaterials ab. Dieses Muster ist eine Systemplatte, das ist in einem Dämmstoff und ein brandbeständiger Belag drauf, der begehbar ist. Am günstigsten macht man das mit 2 verschiedenen Lagen. Das heißt, ich kann das jetzt kombinieren, eine dünnere und eine dickere Lage oder 2 gleich dicke Lagen. Und das kommt dann insgesamt halt auf einen Wert, der eben den Richtlinien dann entspricht. Die Salzburger AG unterstützt mit dem Klimabonus umweltbewusste Energiekunden mit der Umsetzung ihrer Dämmmaßnahme. Die Voraussetzungen für den Klimabonus finden Sie übrigens auch auf unserer Website. Wie Sie als Salzburger Kunde Freitage sichern können, zeigen wir Ihnen übrigens auch auf unserer Webseite. Und dort finden Sie natürlich alle Informationen zu den neuen HD-Sendern im Kabel-TV der Salzburger AG. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt. Und wo Wärme weiterdenkt.
wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.